So, jetzt geht's weiter und zwar zu den Mehrwertsteuerklassen. Also einmal hier oben draufklicken. Und zwar müssen wir das Ganze ja versteuern. Beziehungsweise wer von euch Kleinunternehmer ist, der muss ja noch nicht versteuern. Aber wenn ihr eben umsatzsteuerpflichtig seid, dann müsst ihr auch ja, diese Karteikarte bearbeiten. Ansonsten könnt ihr das lassen. Dann ist bei euch netto gleich brutto. Dann braucht ihr hier auch keinen Haken reinsetzen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, ihr seid umsatzsteuerpflichtig. Dann macht ihr hier bitte einen Haken rein. Und dann gehen wir das Ganze einfach mal durch zusammen. Also die Preise werden inklusive Mehrwertsteuer angegeben. Da würde ich euch empfehlen, in der Regel, ihr richtet euch ja nicht an Firmenkunden, sondern an Endkunden. Dann sagt hier ja, ne, der Kunde ist es gewohnt, dass er seine Preise inklusive der Mehrwertsteuer sieht, ne, und nicht noch was draufrechnen muss. Dann haben wir hier Mehrwertsteuer berechnet basierend auf der Versandanschrift des Kunden. Das macht Sinn, wenn ihr das da drin lasst, weil je nachdem, in welches Land ihr euer Produkt liefert, habt ihr vielleicht eine Mehrwertsteuer, eine höhere, eine niedrige oder gar keine. Also, lasst das so drinnen. Dann Standardkundenanschrift, braucht ihr auch nichts verändern. Dann Versandsteuerklasse basierend auf den Warenkorbelementen, auch das lasst ihr drinnen. Dann könnt ihr hier das Ganze runden oder eben nicht. Braucht ihr eigentlich nicht sehr viel machen. Genau. Und hier haben wir schon so vorangelegte Steuerklassen. Die können wir eigentlich löschen. Die brauchen wir nicht. Das heißt, die lösche ich einmal raus. Dann den Preis im Shop auch anzeigen. Auch hier macht ihr bitte wieder inklusive Mehrwertsteuer. Da wird sich euer Kunde mehr drüber freuen, wenn er den Gesamtpreis hat. Dann Anzeige hinter den Preisen. Hier habt ihr eben wieder solche, naja, so Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal, für die Code-Leute noch was einzugeben, braucht ihr eigentlich gar nichts dran machen. Und dann noch die Preisanzeige im Warenkorb und während des Bestellvorgangs exklusive Mehrwertsteuer, macht inklusive Mehrwertsteuer, da hat es euer Besucher leichter. So, dann sagen wir erstmal Änderungen speichern und jetzt müssen wir uns aber noch Steuersätze anlegen. Ja? Also, wir haben jetzt die Grundeinstellung der Mehrwertsteuer gespeichert und jetzt seht ihr, hier gibt es noch eine Karteikarte oder einen Menüpunkt Standardsätze. Da gehen wir jetzt drauf und legen uns unsere Steuersätze an. Wir müssen WooCommerce sagen, mit wie viel denn bei uns hier versteuert wird. Dafür sagt ihr jetzt hier Zeile hinzufügen und gebt hier den Ländercode ein. Also, den Ländercode könnt ihr euch auch hier raussuchen. Da seht ihr, schauen Sie hier. Ich weiß den jetzt auswendig. Für Deutschland ist das einfach DE. Bundesstaaten gibt es hier keine Unterschiede, auch nicht bei den Postleitzahlen, auch nicht der Stadt. Was wir uns hier interessiert, ist eben der Steuersatz, das sind bei uns 19%. Der Steuername, da vergibt ihr einen Namen, damit ihr das nachher zuweisen könnt. Ich nenne das jetzt einfach Regelsteuersatz. Ja. Und dann ist hier eben die Frage, ob der Steuersatz auch auf den Versand berechnet werden soll. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich mache hier den Haken raus. Der Versand wird bei mir eine Pauschale einfach, die nicht versteuert wird von mir. Ja, dann haben wir, fällt mir noch ein, ich brauche nicht nur DE, sondern ich brauche auch Österreich. Österreich ist AU für Austria. Also, ich habe ja angegeben, ich versende in die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Das heißt, wenn ihr mehr Länder habt, müsst ihr hier auch wirklich alle Länder hinzufügen, in die ihr versendet. Ja? Also bei mir ist der Regelsteuersatz mit 19% auf Deutschland und auf Österreich anzufügen. Und wenn ihr das so eingegeben habt, ihr seht die Länder trennt ihr hier eben einfach mit einem Komma, dann sagt ihr hier unten Änderungen speichern. Und dann haben wir unseren ersten Steuersatz angelegt. Jetzt brauche ich aber noch einen zweiten, nämlich für die Schweiz. Da wird nichts versteuert. Das heißt, wir sagen hier wieder Zeile hinzufügen. Die Schweiz hat welchen Ländercode? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht SZ oder so. Das heißt, ich gehe mal auf diese Tabelle. Das habt ihr gesehen. Dann schaue ich hier mal Switzerland. Ach nee, CH natürlich. Genau, CH. Also, Schweiz ist CH. Jetzt muss ich hier nochmal sagen, Zeile hinzufügen. Das hat er mir weggelöscht. Na klar, also CH für die Schweiz. Auch hier brauche ich wieder nichts. Hier gebe ich einfach ein 0 und nenne jetzt diesen Steuersatz auch Schweiz. Dann ist es für mich einfacher, nachher das zuzuordnen. Auch hier mache ich wieder einen Haken raus bei Versand und sage Änderung speichern. Und jetzt haben wir eben
unsere eigenen Steuersätze angelegt. Jetzt können wir hier wieder zurückwechseln zu diesen Mehrwertsteueroptionen und können hier unsere Versandsteuerklasse auf Standard setzen. Ja? Das ist eben den ich angelegt habe, wo mir einfach gezeigt wird mit den 19%. Das tu dir noch hinzufügen, stell das Ganze auf Standard und sag hier Änderungen speichern und das war's mit der Mehrwertsteuer. Jetzt wird die automatisch dann zu euren Produkten berechnet. So, das war's mit der Mehrwertsteuer. Jetzt geht's dann nachher weiter mit den nächsten Menüpunkten.